Ich bin's wieder. Also, ich dachte, heute ist Freitagabend und die meisten Filme sagen einem so, am Freitagabend geht man zur Party oder zu Freunden oder unternimmt etwas. Und ich wollte erzählen, auch ich habe heute große Pläne. Denn ich werde heute eindeutig noch SimCity spielen und versuchen, mein großes Kohleproblem, nämlich bei meinem Kohlekraftwerk ist wohl die Kohle ausgegangen, das zu lösen. Und ich werde heute wahrscheinlich auch noch Fußballmanager 2014 spielen und dort werde ich versuchen, mir einen guten Spieler zuzulegen. Es ist also nicht so, dass ich nichts am Freitagabend tue. Nur eben dieses so Partys gehen und mit Freunden rumhängen ist einfach nicht so mein Ding. Allgemein bin ich eher nicht so der Gruppenmensch. Also, ich weiß noch, früher in der Schulzeit gab es da dieses furchtbare Ding, Gruppenarbeiten. Boah. Oh, ich hab's gehört. Kannst du nicht deinen Teil tun, also kannst du sozusagen nicht nur einfach das tun, was du tun möchtest, sondern musst alles absprechen. Also, das war mir schon immer, weil ich meistens in meiner Schulzeit das Gefühl hatte, ich bin ein Radio, das keinen Radiosender hat. So dieses, ich erzähle was. Und es war irgendwie schräg. Also, anfangs konnte ich mir das auch nicht erklären. Also, ich habe mein A ja. Also, ich habe ja herausgefunden, dass ich ein A bin, da war ich noch wirklich jung. Ich weiß noch bis heute zurück, ich bin da eines Morgens, also wirklich von, es ist wirklich von einer Nacht auf die andere gekommen. Also da gab es nicht so kurze Schritte, sondern es war so, boom, und plötzlich war ich's. Und dachte mir so, weil es ja halt noch nicht so zu sagen. Wenn ich jetzt noch weiter, also Entschuldigung, ich habe diese schlechte Angewohnheit immer uns so zu fülzeln. Also, ja, es war so, dass ich damals dann aufgewacht bin, so um 8 Uhr, wie damals üblich. Es war ein Sonntag, glaube ich. Vielleicht. Mir so, wow, ist das hell hier in diesem Zimmer. Und dabei war es noch Morgensonne, also gar nicht wirklich hell. Und ich denke mir so, wow, kann man das Licht ausmachen? Im ersten Moment habe ich gedacht, ich bin schlicht und ergreifend irgendwie so. Ja, es ist halt zu früh und ich bin verblendet vom Licht. Dann habe ich eben gedacht, habe ich mir die Decke über den Kopf gezogen und dachte, naja, dann stehe ich halt in der Stunde nochmal auf. Aber da war es immer noch so, wow, immer noch so hell. Und dann bin ich auf jeden Fall aufgestanden, hab mir die Zähne geputzt und dann Mund gespült und hab mir dann das Gesicht abgewaschen. Und dann dachte ich mir so, au, au, au. Wieso brennt Wasser? Warum ist Wasser so furchtbar? Ich meine, das brennt, das zieht, das ist wie Stechen, das ist wie sich in den Finger schneiden. Das ist ja furchtbar. Was ist denn da jetzt plötzlich passiert? Aber ich habe mir da immer noch nichts dabei gedacht, um ehrlich zu sein. Aber ich habe gedacht, na gut, dann bist du halt heute vielleicht etwas empfindlich. Okay, du hörst schon seit Stunden die Vögel zwitschern, als ob es keinen Morgen mehr gäbe, aber das heißt ja noch lange nichts. Dann bin ich auf jeden Fall im nächsten Moment so durch die Gegend gelaufen und habe meine Mutter so getroffen. Und sie hat eben eigentlich wahrscheinlich neutral geguckt, aber ich habe gedacht, oh shit, was hast du gestern angestellt, dass Mutti dich zum Frühstück gleich so böse anguckt? Hui. Und sie hat mir dann auch wie normal guten Morgen gesagt und alles. Und ich dachte mir so, komisch. Eigentlich sah sie ja gerade für mich böse aus. Also sie war wirklich, also richtig stinkig. Also warum kommt da jetzt nichts? Ja, und dann bin ich an den Tisch gesessen, ess was. Und dann sagt mein Papa plötzlich guten Morgen. Und ich denke mir so, woher kommt der fremde Mann? Hilfe. Da hockt plötzlich ein völlig mir fremder Mann in unserer Küche. Ich dachte erstmal,
meine ganze Welt steht Kopf. Was passiert da? Steht mitten am frühen Morgen ein komplett fremder Mann in deiner Küche. Da denkst du dir sehr schnell, WTF, mein Gott, Hilfe, Mama, hilf mir. Als er dann gesagt hat, guten Morgen, Schnecke, da habe ich gedacht, oh, vielleicht ist ja doch Papa. Da habe ich gedacht, warum erkenne ich meinen Papa nicht mehr? Ich meine, gestern war er noch der große Mann, der Typ, den ich eben, egal wo ich war, immer und immer wieder erkannt hätte. Und dann plötzlich war er von einer Nacht auf die andere, wer ist das? Ja, und vor allem meine Mutter habe ich ja noch wiedererkannt, was mich bis heute verwundert. Also sie war lange Zeit, wirklich sehr lange Zeit, ich meine jetzt ohne Witz, bis vor ungefähr einem Jahr oder so, der einzige Mensch, den ich, wenn es so war, mal, auch wenn ich mal länger weg war oder so, immer wiedererkannt hätte. Inzwischen erkenne ich meinen Vater, was ich mit Freude feststelle. Und auch meine Babette erkenne ich schon sehr gut. Aber es war wirklich, wirklich, wirklich lange so, dass ich eigentlich im Prinzip bloß meine Mutter hatte. Und ja, ich nenne es immer so gern die graue Masse, weil irgendwie jeder, den ich treffe, ist für mich genau dasselbe wie der danebenstehende. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die Gesichter nicht sehen würde. Ich sehe sie, aber kaum dreht sich der Mensch um, ist es eigentlich schon wieder weg. Also so, hey, ich bin jetzt mal als Beispiel der George und ich freue mich, dich kennenzulernen. George dreht sich weg und ich denke mir, wer war das jetzt? Wer ist das jetzt? Was will er jetzt von mir? Wieso tut er so, als ob er mich kennt? Ich kenne ihn doch nicht. Zumindest war das so eine Anfangszeit. Inzwischen weiß ich, wenn dich jemand anredet, der so tut, als ob er dich kennt, dann geh im Zweifel erstmal davon aus, er kennt dich. Das hilft immer immens weiter. Ja, dann auf jeden Fall war es so, dass ich dann unsere Wohnungstür aufgemacht habe. Wobei ich sagen muss, ich habe das Glück, ich habe mich jetzt bis vor 2 Jahren, was ich auch erzählen kann, sehr wohl in unserer Wohnung gefühlt und die war wie so ein Schutzraum und hier war einfach alles viel leiser, viel dunkler und viel besser. Aber an dem Morgen bin ich dann zur Tür raus, ich habe ja ein Paket bekommen und ich habe mich auf dieses Paket riesig gefreut oder irgend sowas, ich weiß jetzt nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall bin ich raus und dann bin ich da vor unserer Tür gestanden und meine erste Reaktion war, Hilfe, Hilfe. Ich meine, du, das ist so von einem Lautstärke-Erträglichkeit von, entschuldigt, gleich blinkt's, mein Viren-Programm macht jedes Mal Bling, das ist furchtbar. Aber zurückzukommen, von einer Lautstärken-Erträglichkeit von 20, also mein Vater und ich haben manchmal Fernseher auf 20 gehört, von 20 auf 2 und in nur einer Nacht, da bist du erstmal so, Hilfe, ich meine, ich bin dann auf jeden Fall auch zu meiner Mutter gegangen und habe ihr gesagt, du Mama, mit mir stimmt was nicht, alles ist so komisch plötzlich, ich meine, meine Sicht war ja auch anders, gestern waren die Blumen noch Blumen, heute waren die Blumen so grell, weil da so viele Farben drin waren und der Duft von den Blumen ist mir bis an die Tür gekommen, wo ich gedacht habe, Himmel, muss die Blume gerade so furchtbar riechen, ohne dass da überhaupt ein Luftzug oder so war und ich dachte so, mo. Also gehe ich zu meiner Mutti, was ich immer gemacht habe, egal was war, Mutti, irgendwas stimmt mit mir nicht. Also Mutti sagt mir so, als ich es eben damals auch nicht wusste, sowas ahnt man ja nicht mal. Dann Mutti so zu mir, ach, das ist normal, das ist Pubertät, da verändert sich ganz viel und überhaupt und die Hormone. Und ich denke mir so, okay, wenn Mutti das aushatte, wenn Mutti das sagt, muss das so sein. Dann irgendwie habe ich aber trotzdem über die Jahre und die Zeit meine Mutter immer wieder erzählt, Mama, da ist irgendwas anders an mir und sowas. Ich habe es auch immer wieder beschrieben und versucht, ihr zu erklären. Und irgendwann hat meine Mutter dann eine Zeitung aufgeschlagen und durch Zufall stand da ein Artikel über Aas und sie hat so das sich durchgelesen und hat sich gedacht, ui, das passt aber 1:1 auf mein Kind. Und
Dann habe ich den Test auch recht schnell gemacht, also bei uns in der Nähe in der örtlichen Psychiatrie. Da war ich sowieso irgendwie wegen vielen Sachen und auch wegen Schule und Problemen und dem allem. Und wegen Ämtern und weil ich eben da, wie gesagt, viele Schwierigkeiten hatte. Und dann habe ich so den Test gemacht, wobei ich nicht wusste, was für einen Test ich da mache. Und dann kam eigentlich wirklich recht schnell die Antwort, und zwar auch recht eindeutig, ja, ihr Kind ist ein A. Und im ersten Moment war ich so happy. Einfach so dieses, ich bin nicht komisch, ich bin nicht irgendwas Neues. Es gibt irgendwie eine Art von, ich dachte zu dem Zeitpunkt, Heilung. Es gibt bestimmt eine Möglichkeit, da irgendwas zu tun und so. Und dann kam dieses Gespräch und dann hieß es, ja, also, ja, das hat sie jetzt halt. Dann dachte ich mir so, wow, wie jetzt, das habe ich jetzt halt. Ich dachte jetzt, da kriege ich jetzt eine Tablette, wie bei einer Erkältung, und dann ist es weg. Und dann sie so, ja, da kann man ja lernen, mit umzugehen und so. Und damals hatte ich, also ich fand es nicht gut erklärt für mich. Ich habe nämlich überhaupt nicht geblickt, was da eigentlich, was heißt das jetzt für mich? Ich war da und habe dieses typische, das ist halt wie eine Erkältung, Tempos rausholen, fertig. Aussitzen oder vielleicht hin und wieder da und da Vitamine zu sich nehmen und das erledigt sich. Aber zu meinem Bedauern war es jetzt nicht so einfach, dass ich da einfach nur ein paar Vitamine nehmen musste und dann die Sache gegessen gewesen wäre. Wie ich dann übrigens dann über eigene Recherchen auch herausgefunden habe, ist das wirklich dummerweise erbliche Geschichte. Also es liegt in meinen Genen. Ich kann da über die Jahre tun, was ich möchte. Ich kann zum Beispiel das Johanniskraut nehmen, was es etwas leichter macht und nicht alles so boom-mäßig wirken lässt. Also da wird man eben ruhiger und das gleicht viel aus, was angenehm ist. Und es gibt auch andere leichte Medikamente, die wohl die Symptome, wenn man so möchte, behandeln. Aber an sich, die Geschichte bleibt. Und manchmal habe ich Tage, wo ich sage, wache ich auf und habe zum Beispiel nicht dieses wow, ich werde vom Licht ultra geblendet Ding. Dann denke ich immer so vor 5 Minuten, was, wenn es jetzt weg ist? Was, wenn es doch nicht einfach so eine ultimative Sache ist? Gehe dann allerdings ans Waschbecken, versuche mir die Hände zu waschen oder sowas und stellt sich raus, doch, es ist noch da. Deswegen habe ich auch schon oft mir gedacht, so, oh, Hunden, also weißt, Pferden gibt man einen Gnadenschuss, wenn sie krank sind, also warum mir nicht? Und habe dann aber auch wiederum die Seiten gesehen, wie, naja, ich habe die Chance, damit umgehen zu lernen. Also ich hatte jetzt von der Anfangsphase, also so vor 10 Jahren. Ich habe lange dieses Johanniskraut und ich wollte einfach nichts nehmen. Ich habe sozusagen erstmal gedacht, so, die haben mir doch gerade erst erzählt, es geht nicht weg. Also wozu was gegen die Symptome tun? Also was bringt mir das? Auf die Jahre gesehen, ich meine, was bringt es mir, wenn ich sozusagen was gegen die Symptome tue, aber trotzdem das Problem noch da ist? Und ich meine, die Symptome heißt ja nicht, dass ich dadurch dann plötzlich mit Leuten reden kann wie, ja, Prinz Charming oder so. Also ich meine, ich bin dann nicht plötzlich redegewandt und das kommt nicht einfach. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Piepsen hört. Das ist unser Küchenwecker. Also ich höre den jetzt, als ob er direkt neben mir wäre. Deswegen war nicht bei jedem Geräusch, weil ich sitze hier und meine Mutter kommt gerade hoch und ja, macht mir jetzt was zum Abendessen, wo ich sehr froh bin. Wobei ich auch selbst sehr gerne koche. Habe ich auch schon damals gemacht. Was auch so eine lustige Geschichte ist, wenn ich so genau drüber nachdenke. Ich habe ja lange und sehr gerne viel gekocht. Allerdings war es bis dato nicht essbar. Also ich habe damals in einer Serie gesehen, dass da einer eine Rotweinsauce gemacht hat. Also habe ich meiner Mutter gesagt, ich will Rotweinsauce machen, Rotweinsauce. Ganz begeistert. Und habe dann Nudeln, fertig Miracoli-Nudeln gekauft, habe die Soße dann da reingequetscht und dann da noch so, glaube ich, 4 Liter Rotwein oder so draufgeschüttet. Es hat zum Wegrennen und zum
Also wirklich furchtbar zum Kübeln geschmeckt. Ach, meine Eltern waren so tough und haben wirklich jeweils einen Teller gegessen. Bis heute Respekt, Leute. Ja. Und dann dachte ich mir eben so, warum essen sie das? Ich meine, ich fand es ja schon schrecklich. Wie muss es da für sie sein? Ja. Aber dann, also urplötzlich wie ein Schalter, konnte ich kochen. Es war wirklich so, ich habe, meine Mutter ist jetzt nicht unbedingt die Spitzenköchin. Manchmal, also ich habe früher immer so gern gesagt, Mama, du kannst nicht kochen. Nudeln macht sie super, sie wärmt gut Sachen auf und hier und da bin ich froh, wenn sie mir einen Handgriff hilft, weil da ist sie auch gut. Und Kartoffeln schälen kann sie wie eine Eins. Also Respekt, Mami. Deine Kartoffeln sind immer gut geschält. Ja, aber eben so dieses, ich mag auch Spaghetti mit Ei, was meine Mutter auch sehr gut macht, aber irgendwie drüber hinaus fand ich es dann nicht mehr so toll, weil meine, also auch meine Geschmacksnerven sind extrem anders geworden. Ich bin von, ich schmecke wenig zu, ich schmecke extrem viel in sehr kurzer Zeit, weswegen ich auch laut Aussage meiner Verwandtschaft sehr gut koche. Was ich allerdings eher nicht so finde, weil, ja, ich habe irgendwie immer zu hohe Ansprüche. Ja, irgendwie habe ich jetzt, glaube ich, den Faden verloren, glaube ich. Aber alles in allem wollte ich sagen, es war nicht so, dass ich, also ich habe mir natürlich schon oft gedacht, so im Großen und Ganzen, hey, ich würde auch gerne am Freitagabend zu einer Party gehen, ich würde auch gerne mit Freunden rumhängen, ich würde auch gerne redegewandt und lustig sein, aber ist halt nicht so. Und man lernt damit umzugehen und so plant man seine Freitagabende eben anders. Weil ich freue mich jetzt schon riesig drauf, mich bei meinen zwei Spielen zu versuchen, wieder weiterzukommen, aber klar, vielen würde das jetzt nicht reichen, aber für mich ist das mehr als ausreichend und ich freue mich wirklich auch an jedem Tag. Ich meine, ich lerne jeden Tag Neues dazu und über die letzten 10 Jahre habe ich so unendlich viele Sachen lernen können über mich, über was ich tun muss, damit das und das und auch über, Entschuldigung, ich versuche den Timer etwas im Auge zu behalten, damit ich nicht arg überziehe. Ja, aber eben auch, dass ich einfach dieses, ja, ich habe auch kein gutes Zeitgefühl, wenn ich gerade so genau drüber nachdenke. Also mein Zeitgefühl ist schrecklich. Wenn du mich fragst, habe ich jetzt gerade mal vielleicht 5 Minuten geredet. Jetzt sind wir schon bei 18 Minuten, aber mein Zeitgefühl sagt mir, wir haben 5 Minuten geredet. Ja. Oder auch so eine Sache, ich mag das Wort, und jetzt Vorsicht, es ist schwierig, aber danke nicht. Weil es gibt da so 1000 Bedeutungen und ich frage mich dann immer, welche meint denn jetzt der mir gegenüber? Nein, ja, danke, dass du mir die Tür aufgemacht hast, dies oder das oder was oder wieso? Es ist für mich eins der schwierigsten Worte, weil ich nie einschätzen kann, was meint er mir gegenüber jetzt damit genau. Ja, das wollte ich irgendwie auch mal in einem Video erwähnen. Also dann, bis zum nächsten Video und wenn du möchtest, abonniere mich, das freut mich. Wenn du nicht möchtest, dann nicht. Ich mache jetzt übrigens regelmäßig Videos, wobei die Frage an dich da draußen ist, reicht euch ein Video in der Woche oder möchtet ihr lieber 2? Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Bis dann. Tschüss.